wunderschönen guten Tag, ihr lieben Makerlei. Ich hoffe, es geht euch gut und boah, es ist heiß heute. Meine Güte. Ja, was hat sich seit gestern getan? Und zwar verdammt viel, muss ich echt sagen. Also ich habe hier erstmal die Werkbank aufgeräumt. Als wenn das nicht schon bei der Hitze anstrengend genug wäre. Nee, ich habe noch das Licht, was angekommen ist, gestern ausprobiert. Denn wir haben ein neues Keylight hier oben sozusagen. Und das ehemalige Keylight ist darüber gewandert als Hairlight. Also das kommt so ein bisschen, ich muss noch mal austesten, ob es funktioniert, aus der Perspektive jetzt halt entsprechend. Und ja, der Mini ist wieder darüber gewandert. Der blinkt auch schon in freudiger Erwartung, weil er entsprechend darauf hofft, dass jetzt es gleich losgeht mit dem nächsten Projekt. Die Palette steht auch da unten. Die habe ich nicht weggeschmissen oder nicht weggestellt in den Schrank, weil ich jetzt erstmal ein Video drüber gedreht habe. Nein, da bin ich jetzt die Woche noch fleißig entsprechend am Testen, dass das auch alles funktioniert, damit das alles gut wird. Und dass wir dort die Farben kalibriert bekommen. Aber ich muss so langsam aber sicher anfangen mit dem nächsten Projekt. Und deswegen habe ich die Palette jetzt erstmal kurz abgeklemmt. Das ist auch ein Vorteil. Ihr habt mich ja gefragt, was Vorteile entsprechend die Palette habt. Zum einen, die funktioniert mit Mini. Das funktioniert die MMU nicht. Ist schon spät, Leute. Das zweite ist, wenn ich sie nicht brauche, blub, PTFE-Schlauch ab, Filament, nein. Fertig, läuft. Bei der MMU ist es ja so, dass man durch die MMU ein Filament laden muss auf jeden Fall. Und wenn dieser Lademechanismus oben irgendwie ewig braucht oder nicht funktioniert, haben wir echt die A-Karte gezogen. Dann funktioniert das nicht, dann kann man den ganzen Drucker nicht nutzen. Und wenn man das Ganze zurückbauen will, MMU ab, Stöpsel ab, überall abkabeln und dann entsprechend in der Firmware einstellen, dass die MMU jetzt nicht dran ist, beziehungsweise neue Firmware draufflashen, ist nicht gerade so intuitiv. Ja? Und die MMU funktioniert auch nur am i3 und nicht an einem anderen Drucker. Die Palette kann ich auch morgen an den Ender schmeißen oder an den Voron schmeißen oder an den Voron Zero oder gut, an den Ultimaker jetzt nicht unbedingt, aber ja. Von daher, die Palette ist da glaube ich ein bisschen flexibler, dafür kostet sie halt auch ein bisschen mehr, aber ja, kommt noch im detaillierten Review. Von daher, Kanal abonnieren, Video und Daumen nach oben geben und die anderen Videos angucken, als wir die Palette eingerichtet haben. Und wer wissen will, wie man die Palette mit dem Mini betreibt, ich habe gestern im Video erklärt, wie das geht oder beziehungsweise euch unten in die Videobeschreibung einen Link gepackt. Da findet ihr im Discord bei uns entsprechend die Sequence-Settings, mit denen ich die Palette zum Laufen gebracht habe. Also sprich, den G-Code habe ich da rauskopiert und könnt ihr alles im Video von gestern gucken. Genau. Was ist das nächste Projekt? Und warum möchte ich jetzt schon damit anfangen? Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen kameraaffin bin, ja? Fotografie war schon 20 Jahre jetzt mindestens mein Hobby. Ja? Ich habe mir damals in der Ausbildung so eine kleine Olympus-Kamera gekauft oder finanziert. Und dann irgendwann eine Nikon, eine richtig schöne fette D800E. Und jetzt halt die Sony Alpha 7 III. Und ich habe zwischendrin noch, habe ich gerade hier parat, sowas hier. Ja? Habe ich auch für Fotos benutzt, für unterwegs. Damit habe ich die Fotos von unserem Hund immer gemacht und von seinem Bruder, wenn die sich wieder die Köpfe eingeschlagen haben. Und mittlerweile bin ich halt von der Fotografie bei der Videografie angelandet und habe gesagt, okay, ich brauche aber noch das ein oder andere Equipment bestimmt. Man hat vor Ewigkeiten mal gedacht, was kann man da mit 3D-Druck machen? Und da gibt es so eine schöne Firma, die heißt Edelkrone. Ich weiß nicht, kann man es jetzt sehen? Da kann man es sehen, genau. Das ist das Logo und da steht Edelkrone drauf. Ich halte es nochmal, ich mache nochmal hier ein bisschen B-Roll im Blends ein. Und die sind echt cool, weil... Wir werfen mal einen kurzen Blick rein. Ich zeige euch das mal. Das ist der Skater 3D. Ne? Jetzt. Der Skater 3D. Und der Skater 3D ist im Prinzip so ein kleiner Schiebewagen, sowas wie das hier. Nur nicht automatisiert. Da kann man sich überlegen, ob man noch was automatisiert mit. Den man quasi mit Kugellagern und mit Rädern ausstattet und dann seine Kamera draufpackt und dann durch die Gegend schieben kann. Sprich, so eine Art günstigen Slider. So, das wollte ich sagen, ja. Aber das ist nicht einfach nur so in dem kleinen Paket jetzt hier so ein Skater drin, den man jetzt so einfach zusammenbaut und fertig. Wäre ja witzlos, wenn ich euch das zeigen würde. Nein, das Ganze kommt in Einzelteilen, logischerweise. Und das ist alles, was drin ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das so richtig sieht. Ich packe nachher noch mal ein bisschen B-Roll rein. Ja, das ist wirklich alles, was da drin ist.
Und da ist nichts dabei, wo man die Teile verbauen kann. Also die Kugellager, die Schräubchen und sowas Richtung. Und der Witz dabei ist einfach, dass man sich die Teile druckt. Da steht nämlich hier entsprechend eine schöne, in der Anleitung, so eine schöne URL drin. Auf dieser URL findet man dann entsprechend STL-Dateien. Und diese STL-Dateien kann man sich runterladen, kann diese sich ausdrucken und kann sich dann das Teil damit zusammenbauen. Wie cool ist das denn? Und ich habe mir gedacht gehabt, ja, okay. Also normalerweise kosten die Dinger, ich glaube, irgendwas um die 100 Euro. Also der komplette Skater, den gibt es natürlich auch noch fertig zu kaufen von Edelkrone. Es gibt auch die anderen Bauteile. Ich habe jetzt nicht nur den bestellt, sondern auch noch, was ist das jetzt hier? Das ist eine Pocket Shot. Das ist quasi ein ausfahrbarer Arm, genau, mit dem man quasi, auf dem man quasi eine Kamera platzieren kann, um die ein bisschen wegzuhalten. Ich nenne es Selfie Stick, die nennen es Pocket Shot. Das ist mit speziellen Scharnieren, die hier bereitstellen, wie man hier sieht. Ja, die sind an sich, ne, schon ganz cool eigentlich. Ja, sorry, die Kamera sucht gerade jetzt entsprechend eine Oberfläche. Die sind schon ganz cool gemacht eigentlich. Die haben auch immer diese Gummigrips hier entsprechend, auf der Kamera, auf der die Kamera aufliegt. Kann man sich auch zusammendrucken. Und dann gibt es noch hier das ganz große Projekt. Den Flex Tilt Head. Ja. Könnt ihr euch alle bestellen? Die Dinger kosten, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 30 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Den Links dazu packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung, wo ihr die bestellen könnt. Und die warten darauf, dass sie gedruckt werden, die Teile. Und die werde ich jetzt so zwischendrin immer drucken, werde dann nochmal mit der Palette rumspielen. Und ich habe mir jetzt auch schon mal gedacht, okay, die drucken wir zum einen in dem KVP Ruby Slippy Red, oder wie es heißt, glaube ich, in der wir auch die FDL3 gedruckt haben. Und wir drucken die zum Teil im ColorFab Engine Gold. Zwinker. Genau. Und ansonsten, was druckt noch? Der Prusa i3 da hinten druckt halt, wie gesagt, gerade für das Enclosure V2 die ganzen Teile. Da freue ich mich drauf, wenn das fertig wird. Und wir können mal noch kurz rübergehen. Ich habe ja das Ganze so aufgebaut. Ups, nicht fallen. Da hinten seht ihr das Keylight. Da, das neue. Genau. Wir gehen jetzt mal kurz hier runter. Und ich muss mal kurz die Helligkeit hochstellen. Da seht ihr, der Ender 3 druckt auch Teile. Und zwar einen einen Mako-Bot in ColorFab Engine, in Gold. Auch nochmal Zwinker, Zwinker von meiner Seite aus. So, und jetzt gehen wir mal hier wieder raus. Ihr merkt schon, wie dunkel ich die Kamera eingestellt habe und wie hell es hier ist. Das ist schon echt krass. Das ist alles nur von dem einen Keylight hier oben. Klar, in der Nachbearbeitung wird es noch mal ein bisschen heller werden. Aber ja. So. Und das werde ich jetzt ausdrucken. So als kleines Update für heute gedacht. Es gibt gleich noch mal ein bisschen B-Roll, wie ich das Material auf den Drucker schmeiße und wie ich es anschmeiße. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das kleine Update gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Dinger am Schluss aussehen, Kanal abonnieren. Und die Tage kommt irgendwann das Video und das Review dazu. Von daher Kanal abonnieren, Video und einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns die Tage. Bis dahin, happy printing. Honestly, I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a exit draw, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text, she wanna eat me like candy. Run up the racks, track me, I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flags, ballin' like dick, told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny, remember way back she was lovin'. These bitches sneaky can't come, I got four hoes that went to her. I remember, I remember, I remember.